Wir befinden uns hier am unteren Ende der Luisenwarte. Vielleicht hören Sie ein klein wenig die Traun rauschen. Und hier an dieser Felswand befindet sich mehr oder weniger der Eingang zur Untergrundbahn der Zwerge in Zwergenringe. Sie wanderten vorbei am See mit der Insel darin, kletterten über ein altes Wehr, folgten ein Stück der wild rauschenden Traun und schließlich über kreuz und quer herumliegende Steinbrocken zu einer steil ragenden Felsformation zu gelangen. Auf ihrem Weg, an sich schon verzaubert genug, kam Herr Peschke nicht umhin, Blicke und Augen zu bemerken, die zu intelligent für Tiere waren und zu anders, um Menschen zu gehören. Einmal war er abrupt stehen geblieben, um fassungslos zum dunklen Maul einer Höhlung zu starren. Sie öffnete sich im Hang unter seltsam verwachsenen Buchen. Ihm war, als hätten daraus Augen geleuchtet, groß wie Wagenräder, mit grünlich glimmenden, geschlitzten Pupillen. Sie erloschen sofort, als er sie bemerkte, aber der Schrecken ließ sein Herz rasen. Vor allem, weil der Blick dieser Augen nicht nur wie ein heißer Windstoß über ihn hinweg, sondern auch durch ihn hindurch gegangen war. Grazok nahm seinen Arm und zog ihn weiter. Erst eine ganze Weile später flüsterte er von Gefahren, von denen er keine Ahnung hätte. Nun standen sie vor dem bröckeligen Stein der Felswand. Grazok vollführte komplizierte Bewegungen mit den Händen. Und vor ihm im Fels begann ein Punkt silbern zu glühen. Wenn wir, wie seit Jahren von uns vorgeschlagen, die Türen modernisiert hätten, anstatt diese magischen, dann hätten die Menschen längst etwas bemerkt. Grazok trat auf die Felswand zu und murmelte Worte einer rumpelig-kehligen Sprache. Unendlich feine Linien wuchsen aus dem Punkt und breiteten sich aus wie flüssiges Silber im Gestein. Ranken, Spiralen, Äste, ein hoher gerader Stamm, ein stilisierter Baum, glitzernd wie Spinnenweben im Mondlicht. Immer weiter sich verästelnd, immer feinere Muster spinnend, füllte er eine Fläche annähernd so hoch und breit wie ein Mann. Ein uralter, verwitterter Spiegel angelaufenen Silbers im Felsgestein. Trambor blickte zu Herrn Peschke, zuckte mit den Schultern und machte einen Schritt darauf zu. Anstatt aber gegen die Wand zu laufen, glitt er einfach hindurch und verschwand. Sie gehen als nächstes, Herr Peschke, sagte Kratzok. Halten Sie den Atem an. Es wird sich für Sie eigenartig anfühlen, wahrscheinlich ziemlich unangenehm. Gehen Sie einfach weiter, es geht schnell vorbei. Grazok hatte untertrieben. Als er in den silbrig schimmernden Felsen trat, glitt er nicht etwa hindurch, wie man durch Wasser hindurchgleiten würde. Der Fels glitt durch ihn hindurch. Die Atome und Moleküle seines Körpers wurden auseinandergezwängt. Er löste sich auf, Kristalle wuchsen in seinen Adern. Er dachte Steingedanken und empfand Berggefühle, durchsetzt mit Bewusstseinswurzeln des Waldes. Und der Rest seines sich auflösenden Ichs, nicht mehr als ein Wassertropfen in einem Ozean, wurde sich bewusst, dies könnte ein unsagbar erhabenes Erleben sein, eine Unio Mystica mit dem Berg, das Aufgehen in einem ungleich größeren, älteren, unendlich weiseren, zu einer anderen Zeit. Jetzt war da grenzenloser Schmerz, Trauer und Wut. Man vergiftete seine Bäche, zerfetzte seine Haut, verletzte und misshandelte ihn. Mit Steinkristall und Wurzel verwachsen konnte Herr Peschke noch nicht einmal schreien. Und dann war er durch. 10 Schritte vielleicht, wenige Augenblicke. Und all das, was er in diesen Momenten gesehen, gefühlt und gewusst hatte, verließ ihn wieder. Sein kleines menschliches Bewusstsein war ein Fingerhut im Vergleich mit dem Berg und konnte es nicht fassen. Geht es Ihnen gut? Hörte er die besorgte Stimme Grazoks. Sie zitterte leicht, auch in ihr war das Echo des Berges zu spüren. Drambol ließ sich maulend vernehmen, dass mechanische Türen ihn diese Tortur erspart hätten. Herr Peschke öffnete die Augen, was überhaupt keinen Unterschied machte. Es war so dunkel, dass er die Hand vor Augen nicht sehen konnte. Das heißt, wenn er die Hand vor Augen hätte heben können.
aber er hatte keinerlei Gefühl für seinen Körper, wusste nicht, wo er anfing und wo aufhörte, was Fels und was Fleisch war. »Es ist gleich vorüber«, klang Krazoks Stimme sehr nah und freundlich. »Man gewöhnt sich daran, mehr oder weniger.« Und offenbar zu Trambor: »Es ist das Wesen der Zwerge, mit dem Berg zu verschmelzen. Und ja, es ist dieser Tage eine Tortur, eine sehr nötige Tortur, damit wir nicht vergessen.«